Wunderschönen guten Tag, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zu unserer kleinen Demo-Vorstellung zum Final Fantasy VII Remake. Wir haben uns das Ganze natürlich auch ausführlich angeguckt, und wieso wir das Spiel so absolut geil finden, das erfahrt ihr jetzt. Da wir es hier nur mit einer Demo zu tun haben, können wir dann natürlich nicht rangehen wie bei einer kompletten Spiele-Review, sondern wir beschränken es so ein bisschen auf einen ersten Eindruck, der in den ersten 40 bis 45 Minuten, die die Demo bietet, einfach entsteht. Und da kann ich einfach nur mal sagen, die ersten Minuten waren einfach nur Boy! Das sagt eigentlich fast schon alles. Das sieht rein optisch so unglaublich schön aus, so unglaublich stimmig, etwas düsterer als das Original, was in dem Fall aber vollkommen okay ist, da eigentlich die Geschichte ja dann doch ein bisschen düsterer ist, als es im Original dargestellt wurde. Von daher hat man das hier insgesamt, die Präsentation und Darstellung des Spiels, basierend auf der Story, nochmal ein kleines bisschen verbessert. Es ist einfach runder, wenn man die Story zugrunde legt. Das sorgt für ein unglaublich gutes Feeling, einfach schon optisch, und macht hier einfach eine komplett runde Sache draus. Was den Sound angeht, kann man es nicht anders bezeichnen, das ist fantastisch. Es ist ein sehr hoher Wiedererkennungswert, die Soundeffekte, die Musik, das stammt alles irgendwie aus Final Fantasy VII, aus dem Original, einfach in einer modernisierten Form, und rundet das Ganze einfach wunderbar ab. Das ist ein tolles Final Fantasy VII Feeling, das nicht nur gut eingefangen und wiedergegeben wurde, sondern im Vergleich zum Original sogar noch ein kleines bisschen verbessert und intensiviert wurde. Sowas schaffen echt nicht viele Remakes. Das ist tatsächlich ein Punkt, an dem sehr viele sehr häufig scheitern, wenn es darum geht, ein Spiel, das einen gewissen Status bei Fans hat, nochmal neu aufzulegen. Da scheitern viele eben an der Atmosphäre. Aber was Square Enix hier geschafft hat mit dem Remake von Final Fantasy VII, ist einfach fantastisch. Das ist nochmal besser als das Original, und das muss man wirklich Final Fantasy zugutehalten, beziehungsweise Square Enix und den Entwicklern. Dafür hat man ein Händchen. Das hat man hier einfach super umgesetzt. Auch das Gameplay wurde modernisiert und passt hier einfach perfekt zur neuen Richtung, die das Remake von Final Fantasy VII einschlägt. Es ist ein bisschen actionlastiger und dadurch aber auch zeitgemäßer, denn das klassische rollenbasierte taktische Gameplay aus dem Original hätte hier wahrscheinlich nicht so ganz gepasst, weil es die tolle Dynamik des Spiels so ein bisschen ausgebremst hätte. Da man sich natürlich jetzt sehr viel freier und sehr viel mehr selbst bewegen kann, ist es auch bei den Kämpfen sinnvoller, dort einfach mehr eigene Möglichkeiten für den Spieler einzubauen. Man hat ein bisschen mehr Kontrolle über die Kämpfe, man hat gefühlt eben mehr Möglichkeiten, den Kampf selber beeinflussen und lenken zu können, was insgesamt einfach für eine wahnsinnig tolle Dynamik und für ein wahnsinnig tolles Tempo im Spiel sorgt. Das gab es im Original so nicht, da hat man sich immer so ein bisschen ausgebremst gefühlt, da war es technisch aber eben einfach auch nicht anders möglich. Deswegen finde ich den Schritt, hier ein etwas actionlastigeres Gameplay einzusetzen, wirklich absolut goldrichtig. Die Kämpfe wirken durch das neue Kampfsystem ein ganz kleines bisschen einfacher im ersten Moment, weil man eben einfach mehr Einfluss auf das Geschehen hat. Dadurch hat man das Gefühl, es ist ein bisschen leichter, wobei es hier natürlich auch immer darauf ankommt, wie ihr das Ganze angeht und auch welchen Schwierigkeitsgrad ihr wählt. Im Grunde war es das eigentlich schon mit dieser kurzen Erstbewertung zum Spiel, zur Demo, denn mehr kann man zu einer 40-minütigen oder 45-minütigen Demo nicht wirklich sagen. Das Einzige, was ich jetzt noch dazu sagen kann, ist so ein kleines Mini-Fazit mit einem Ausblick, der so ein bisschen auf Hoffnung basiert. Wenn das fertige Spiel dieses Qualitätslevel hält, was die Demo jetzt so ein bisschen präsentiert hat, dann bleibt eigentlich nur noch ein Wort: Pflichtkauf. Ein absoluter Pflichtkauf für jeden Fan von Final Fantasy und vor allem für jeden Fan von Final Fantasy VII. Da könnt ihr, wenn das nur annähernd so bleibt wie in dieser Demo, absolut gar nichts falsch machen. In diesem Sinne soll es das mit diesem ganz, ganz kurzen Video gewesen sein. Ihr findet unten in der Beschreibung natürlich noch den Artikel verlinkt. Da gehe ich vielleicht auf ein, zwei Punkte nochmal ein bisschen mehr ein. Ansonsten war es das hier. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.